Hey, you! What the fuck are you doing here, Maury? Oy vey, motherfuckers! Dude, we told you we ain't in business with you no more. You're a rip-off merchant. No more cooperation, my friends. It's hostile takeover time. Hand it over. Fuck you, Maury, you midget prick. You ripped us off for the last time. Let's get these fuckers! Also, Pistole, das sehe ich mich jetzt gerade nicht so wirklich. Oben. Was ist das denn? No, das hat sich schnell erledigt. Ja, das war jetzt okay. Relativ easy sogar. Also ich hatte es irgendwie schwerer in Erinnerung. Die rennen da einfach lang, werden abgeknallt, das juckt die gar nicht. Ach, das ist die Mission. Oh nee! Problem ist hier einfach, du kannst diese Bomben. Ja, scheiße. Immer nur in eine Richtung werfen. Ja, also. Ja, Digga, was ist denn das? Okay, einen haben wir jetzt mal erwischt. Ich finde es halt so kacke gemacht, dass du die Haftbomben nicht in irgendeine Richtung werfen kannst. Du musst halt wirklich genau neben dem fahren, dass der dir schön noch... Wobei, ich kann einfach auch... Fuck. Ich schieß hier einfach ab, okay. Ich wusste nicht, dass das auch so easy geht. Gut, ich habe nichts gesagt. Alles in bester Ordnung. Problem ist halt einfach mit diesen Haftbomben, du kannst sie nur nach links werfen. Und sobald du da halt einmal nicht in der perfekten Position sitzt oder... in der perfekten Position wärst, dann trifft er halt nicht und du wirfst die Dinger andauernd nur vorbei. Du kannst halt nicht zielen. Warte mal, müssen wir hier... Ach, hier. Here we go, bro. You're gonna get out of my face now? Woo! Sure I am, sure. Hey, you did great. I'm feeling real bullish about you, Lou. Real fucking bullish. Good to know. Hey, you come by soon. We got some more shit to discuss. Ja, oder ich lasse das einfach, denn da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Gut, da reden wir jetzt nicht drüber. Also das hat uns jetzt wieder die komplette Schutzweste weggefetzt, ne? Die eine Mission hier. Ich überlege halt, wollen wir jetzt wirklich schon wieder uns den Waffenwagen bestellen? Das macht eigentlich nicht so den großen Sinn. Ich mach's trotzdem. Waffenwagen bestellen. So, jetzt gucke ich gerade. Ich glaube, wir machen noch die eine Mission für Tony. Und dann war's das. Für heute. Hey, I need something that's gonna help me win a fight. Can you come by in your van? Fuck! Can't have you out there unarmed? I'm on my way. Gut, und dann besorgen wir uns noch ein Fahrzeug. Ich glaube, das ist zwar so ein SUV, aber das ist jetzt der letzte, den wir noch nicht gefahren sind. Ansonsten haben wir schon alle durchgetestet. I'm coming right at you with that shit, El.
anything to help out a friend. Ja, weil du ein Ehrenmann bist. Ah, ne, da kommt von hier hinten. Junge, was fahren die denn da für eine Scheiße zusammen, wenn ich das... Wo will er denn hin? Was hat er für eine Mission? Ja, Bruder, also... Ja, bleib einfach stehen. Ach nee, das ist gar nicht unser Auto. Okay, das ist so eine Scheißkarre. Ja, wunderbar. Junge, er hat das Auto wieder so zerschossen. So was Dummes. Aber gut, okay. Das, ich hatte es mir auch irgendwie nicer vorgestellt. Das sieht es irgendwie... Ja, nach nichts Besonderem aus. Okay, ist egal. Wir können eigentlich direkt hier auf der Route bleiben. Halt nochmal ganz kurz an, holen uns eine Schutzweste, vielleicht noch ein bisschen Munition. Ach so, vielleicht haben wir jetzt auch diese eine Waffe hier freigeschaltet. Die wir das letzte Mal in dem Club von dem Typen da bekommen haben. Könnte ich ja direkt dafür nochmal ein bisschen Munition besorgen. Jo, die haben wir. Den nehmen wir auch direkt einen Vorschuss mit. So viel brauchen wir jetzt nicht, aber ne, falls wir wirklich mal die Munition knapp werden sollte, haben wir dafür noch was. Fallschirm nehme ich auch mal einen mit, warum nicht? Dann die Schutzweste. Let's go. Ja, da brauchen wir nichts von. Da haben wir auch noch mehr als genug. Raketenwerfer haben wir jetzt gar nicht mehr gebraucht. Ich glaube... So, ja. Das hier. Standardmunition. Explosivmunition. Ist das jetzt X quasi? Wie kaufe ich jetzt die Explosivmunition? Rücktaste. Ah, okay. Gut. Das reicht. Ja, sorry. Muss ich ehrlich sagen, war jetzt ein bisschen verwirrend, dass das die Rücktaste ist. Dass man dann nicht einfach mit hier irgendwie X und C oder so da die Munition sich einfach aussuchen kann, aber okay. Tony, was hast du für uns Feines? Gracie, tell your father, tell him. Tell him you've been selling me coke, he will love that. No, 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 I don't mean that. I mean, tell him I'm okay, you know, tell him I'm on the up. Yeah, tell him if he needs a good fake tan or some hair gel, Rocco can hook him up. Oh, fuck off, Luis. Try it, bro. I'll happily do more time for you. Oh, Luis, you always gotta act so tough. Just have a fucking line and chill out like me. You people. Luis is always such a buzzkill. We're meant to be having fun here. I'm having fun. I am. Where's my fucking phone? This coke is kind of speedy, Rock. Where's Tony? He went out. You better not be spiking me with speed, Rocco. I will be so angry. Where did he go? Who? What is wrong with you, man? You are ruining my buzz, Luis. Tony, where's Tony? He is over there. Oh, yeah, he passed out again. Guy's a fucking mess, Luis. Holding you back. He holds everyone back. No, he doesn't. Get up. No. Come on, get up. Get up, you has-been, no good 1980s throwback relapse junkie fan. What's wrong with you, Tony? Get up, baby. Paul, ladies and gentlemen, more shots. Oh, hey, hey, hey. What, guys? What's going on? You tell me, boss. What's going on? What? Huh? Why'd you call? I don't know. Because of that thing, T? Come on, that sparkly thing. Wake up, you junkie fag. Oh, right, right. That thing. That shit. Right, that thing. Okay, all right, Luis. All right, we gotta go. All right, ladies, have some fun. Try to keep your septums all in one piece, huh? Oh, Jesus, man. Yeah. I feel like a camel shat in my mouth. Well, at the end, it wasn't fun. Here we go. Oh, no. Not again, not again. No. Hold on, guys. I wanna come, too. Fuck off, Evan. This is work. It's not working out. Whatever. Come on.
So anyway, Sharon, I think I'm gonna sell my car. Oh my God, that is so funny! Wait, what's so funny about that? Absolutely nothing! About ordering these limos. Coke makes me real classy, don't it? You take heaven, Lou. I'll go with the driver. I could do with not talking. Left me with my favorite person. Perfect. Take us out to East Hook, Luis. Come on, chop chop. Was ist denn für einer? What exactly are we doing, man? Listen, Luis, no offense, but I don't know how much I'm allowed to tell you. What do you mean, Evan? Tell me everything you know. Really? I mean, how much information are you privy to? You're just the fucking driver, after all. Yeah, I'm privy enough to know that you're a piece of shit who's using Tony and you're only gonna be hanging around for 2 to 3 months before Tony moves on to another chump. I'm privy to the fact that the coke in your nose and the roids in your veins are gonna send you worse out of control real soon. I'm also privy to the fact that you're gonna be some fat trailer park queen back in the Midwest before you hit 30. Now tell me what the fuck we're doing right now. That attitude's not gonna get you anywhere, sweetie. You better say something nice to me. Tell me what's fucking happening. If you say something nice, I'll think about it. You can get Tony fucked up like no one else can, Evan. That nice enough? Aw, sweet. Thank you, Luis. Tony is more fun when I'm around. What do you wanna know? What are we doing going to the docks in East Hook? We're buying diamonds. $2 million worth. Ay, Dios mío. Where did Tony get that kind of cash, bro? You don't know everything, do you, Luis? Yeah, I know that money can't be his unless he borrowed it. Where's it from? How the fuck should I know? I'm the looks, not the accountant. Oh yeah, I forgot. You just stored the money. You don't know where it comes from. The money could be Rocco's, it could be Gracie's, who cares? We're getting some ice, baby. Yeah, I don't like the sound of this, bro. See what I mean? Always so serious. Don't worry for once. Tony skimmed 10% off the agreed amount, so we'll have some spending money. Whoop, whoop! Gonna hit the shops today, baby! Yeah, even fucking better, bro. Even better. An die Mission kann ich mich doch sogar noch erinnern, weil die ist gar nicht so lange her. Wenn das dieser Übergabeort ist, wo wir auch mit Johnny waren, von The Lost and Damned. Here's where Tony said to meet him. Ja, du, also, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber das ist bei mir auf der Karte markiert. Tatsächlich. Hey, what's going on? Which one is Mr. Tony? That would be me. All right, you got what we're looking for? You got the money? Sure, right here. Then I'll get the ice. Hold on. How you feel about this, bro? I think I need another fucking line, okay? It serves me right for leaving the party with you losers. Shut up, idiot. Tony, we cool? Ugh, let's just get this over with. My head is killing me. My life has been reduced to this bullshit. So no, Luis, we are a long way from cool. But for right now, let's just see what the chef has to say for himself. Yeah, that's what I think. I agree. Ay, cállate, por favor. Yeah, yeah, all right, this is them. These are great. They're great, but, 2 million. You had your head in the oven? Mr. Tony, I have what I tell you, perfect clarity, beautiful clarity, well cut, and a shitload of carrots. What do you expect? Tony, they're gorgeous. Just like you. Hey, come on, can we do a handover, please, and get out of here? This is too much. No, ignore him. He's probably been up all night with some bimbo. Tony. You're a chef. Welcome. Yeah. I have a line on some kitchen supplies. How about I throw that into the equation? What's the price? Look, here's the money we agreed upon, less 10%. Just give us the ice. All right. Hey. Tony, can I hold them? Oh, thank you. Thanks. Oh, shit, Tony, we out of here. Come on, let's go. Kevin, take him to the club and don't fuck about, okay? Warte mal. Jetzt kann ich sogar zielen, ne? Perfekt. Junge, wie viel Leben ziehen die mir hier ab?
Aber wenn ich den jetzt hochjage, der... ist gerade ungünstig. Also, ohne Scheiß, wie viel Leben ich hier schon wieder verloren habe, ist doch geisteskrank. Sie sollten alle tot sein. Ja, vorne warten die schon wieder. Ja, netter Versuch, ne, du Arschloch. Ich glaube, die haben gerade die Haftbombe in meiner Hand zerstört, also hier angeschossen. Also mit Bikes mich hier zu verfolgen, ne? Digga. Junge. Ich habe noch eine Haftbombe. Hör mir auf. Wie viel denn noch? Wie viel schluckt denn der? Na gut, ich meine, es ist ein scheiß Panzer, ne? Aber... ah, ich glaube, wir haben sogar hier wieder... Waffen bekommen. Wie viel hält denn der aus, Mann? Ist das hier alles krank? Also, ich habe auch nicht mehr viel Leben, ne? Noch so zwei, drei Schüsse in den Kopf, dann war's das. Kommen jetzt nochmal welche, oder? Ja, ist ja gar kein Problem, ne? Drei Sterne. Paar Cops gekillt. Ja, davon ist, glaube ich, ein Polizeirevier. Das sollten wir jetzt nicht unbedingt langfahren. Er hat es kurz geleckt. Na, der links fährt zum Glück weg. Habe ich gerade auf der Minimap gesehen. Ne, der dreht um, oder? Die dumme Sau! Der ist gerade noch weggefahren oder bleibt er einfach stehen? Ne, der ist zurückgefahren. Und sieht mich wieder. Oh mein Gott, ist das scheiße. Ich habe extra geguckt, dass er wegfährt. Und dann dreht die dumme Drecksau um. Was soll denn das? Na, hier spawnen wieder überall die Cops. Das ist wunderbar. Das ist ein Träumchen. Hm. Mal hier reinfahren. Links von mir war gerade auch ein Cop, aber der hat mich zum Glück nicht gesehen. Too young to die? They fucking got him! Jesus, poor bastard. I know! Fuck, poor Evan. He was a rotten human being. That's why I liked him so much. That fuck got himself killed, and a diamond stolen, I might add, because he needed to tell the internet about his problem. Or you. I can speak ill of him as much as I fucking want. That's the stupidest thing I ever heard. All right, it was a weird move, I'll give you that. But he's dead, killed by social network. He may have cheated on me, stolen from me, and put his plastic surgery on the business credit card, but I like the guy and I'm kind of sad, okay? Well, I didn't like him. He's dead, and he's still pissing me off. We just lost $2 million on those diamonds. Calm down, Luis. You think your boyfriend had just been killed? Great to see the community come together for
such an important issue. You really think Evan's dead? I'm sure of it. He bleated, didn't he? I'm sorry, bro. Those diamonds are gone too, Lou. We're really in this shit now. We've got no more cards to play. What the fuck is going to go wrong next? Stay cool, and don't get too fucked up on those pills. Or that, Charlie. Or any fucking new shit. Hey, Evan ripped you off and he didn't get away with it. Look at it like that. I'll come see you soon. Sure, whatever. So long, stranger. ...sequels to Exploder and Evacuator, hoping to bring back his glory days. This is Weasel News. This is Weasel News. Ja, alles wie immer, ne? Was? Wir haben fast doppelt so lange gebraucht, wie man eigentlich dafür brauchen sollte. Das ist ein bisschen krank. Aber okay. Ich würde sagen, das war's für heute, für die Folge. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Und würde sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bei einer weiteren Folge von GTA 4 The Belt of Getoni. Also, bis dahin. Ciao.